Ein Fallbeispiel aus meiner Coaching-Praxis. Meine Kundin Stefanie ist Rechtsanwältin und sie hat ein ausgeprägtes Retter-Syndrom, Helfer-Syndrom. Das heißt, immer wenn es irgendwo anderen schlecht geht, dann ist sie da. Ihre eigenen Bedürfnisse stellt sie natürlich immer hinten an, beziehungsweise kennt sie gar nicht mehr. Und wir sind dort reingegangen, weil sie wissen wollte, warum bin ich viel mehr für andere da und nie für mich? Warum kenne ich meine eigenen Bedürfnisse nicht? Und herauskam, dass sie den Glaubenssatz hat, dass wenn sie anderen nicht hilft, dann wird sie gar nicht wahrgenommen. Und wenn sie anderen nicht hilft, dann gibt es gar keine andere liebenswerte Eigenschaft an ihr. Das zu erkennen, ist natürlich erstmal vielleicht unangenehm, aber so, so wertvoll. Das haben wir aufgelöst und jetzt kann sie viel besser entscheiden, wo möchte sie helfen und wo möchte sie nicht helfen. Und das führt natürlich zu einer großen inneren Erleichterung, Entspannung, Klarheit, Sicherheit und vor allem, und das ist ganz wichtig, es führt dazu, dass sie jetzt selbst entscheidet, wo will ich was tun. Das heißt, sie ist jetzt selbstbestimmt und wird nicht mehr per Autopilot gesteuert und fragt sich hinterher, warum habe ich das schon wieder gemacht? Ich hatte weder Zeit, noch die körperlichen Ressourcen und jetzt bin ich völlig erledigt. Nein, sie kann selbstbestimmt entscheiden. Und das ist das, was ich im Coaching mit meinen Kunden mache. Wir gehen an die Wurzel, wir lösen im Unterbewusstsein das auf. Wenn du ähnliche Herausforderungen hast, dann melde dich gerne bei mir.